Es geht weiter hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim in der Halle der Elemente. Hallo Ankano. Ah, noch ein neuer Lehrling. Ja. Seid ihr einer von denen, die glauben, sie seien hier, um die Welt zu ändern? Oder geht es euch nur um euch selbst? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachten werde. Ein Talmor. Was macht ihr hier? Ich bin der Berater des Erzmagiers. Die Talmor möchten die Beziehungen mit eurer Akademie fördern. Ich stehe dem Erzmagier zur Verfügung, wenn er Rat benötigt. Ah ja, fragt euch der Erzmagier denn oft um Rat? Vielleicht nicht so oft, wie er sollte. Mit der Zeit wird er aber bestimmt mehr Vertrauen entwickeln. Ah ja. Worum ging es bei dem Gespräch mit Mirabelle? Ja, Mirabelle ist die, die uns hier eingewiesen hat und wir haben den Dialog verpasst, weil ich hier direkt durchgestürmt bin. Er hatte halt eine etwas aggressivere Auseinandersetzung mit der guten, ja, wie soll ich das ausdrücken? Mit derjenigen, die halt für die Neuankömmlinge zuständig ist. Euer Vorgesetzter und ich hatten nur eine Diskussion über das Ausmaß meines Zugangs zur Akademie. Eure Diskussion hat sich für mich eher wie ein Streit angehört. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr hier nichts weiter als ein Lehrling seid. Gibt es etwa ein Problem? Nichts, womit ihr euch befassen müsstet. Ich bin imstande, hier alles im Auge zu behalten. Ah ja, mehr über die Talmor möchte ich gerade nicht erfahren. Mit den Talmor haben wir uns ja schon auseinandergesetzt. Altmeribund und sowas, sage ich nur. Okay, gehen wir mal hier hinten zu den restlichen Lehrlingen. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Ja. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich denke, wir sollten was Praktisches lernen. Sicherheit ist das Allerwichtige. Ja, Sicherheit ist natürlich das Wichtigste. Allerdings, bin ich, da ich in Mathe momentan noch mit meinem Lehrer die Auseinandersetzung habe, der Meinung, dass man beim praktischen selber anwenden erst die richtige Routine und somit die Übung bekommt. Also, wir sollten was Praktisches lernen. Ach ja? Seht ihr? Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Ich habe einen Schutzzauber, benutze ihn aber nicht nie wirklich. Den kenne ich schon und ich weiß, wie man ihn benutzt. Ja, ich weiß, wie man ihn benutzt. Nun, dann dürfte das ja gar kein Problem für euch sein. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Ja, Magie, das müsste. Leichter Schutz. Jetzt wirkt den Schutzzauber und halt. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrechthalten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte.
direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Ja, aber dann zauber auch. Mein Mana ist nicht so lang. Und haltet ihn aufrecht. Okay. Haltet still. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Okay, Tolfdir. So, die Aufmerksamen von euch werden jetzt direkt denken, Moment, Saartal. Hilft den Einwohnern, 3 von 3. Sehr schön. Saartal, da war doch was. Ganz genau. Wir müssen mich für eine Aufgabe, genau. Die hier. Das letzte Stück von Gaulos Amulett in Saartal finden. Trifft Tolfdir in Saartal. Okay, wir reden mal mit den anderen Lehrlingen. Onmund. Auch neu hier, was? Ich hatte ja gehofft, dass ich hier nicht der einzige Nord wäre, aber ich hätte es besser wissen sollen. Warum gibt es nur wenige Nords an der Akademie? Die meisten meiden Magie. Wenn man nicht damit herumfuchteln und Schädel spalten kann, wollen die meisten Nord nichts damit zu tun haben. Die Magie gilt als Waffe für Elfen und schwächere Völker. Damit will ich euch natürlich nicht zu nahe treten. Ich weiß, dass er ein Talmor ist und dass er behauptet, nur als Berater hier zu sein. Ich weiß auch, dass das niemand ernsthaft glaubt. Um ehrlich zu sein, ich versuche, ihm aus dem Weg zu gehen. Das war jetzt aber auf Ankano bezogen, oder? Naja, was haben die Nords gegen die Akademie? Das liegt doch auf der Hand. Die Nord trauen der Magie im Allgemeinen nicht über den Weg, also ist das eine schlechte Ausgangslage. Dazu noch die Oblivion-Krise, verursacht von den Magiekundigen, und die aktuellen Schwierigkeiten mit dem Altmeri-Bund. Das sind Elfen und ebenfalls Magiekundige. Und schließlich die Tatsache, dass die Akademie als einziges noch stehen geblieben ist, nachdem fast der gesamte Rest von Winterfeste zerstört wurde. Das macht alles keinen guten Eindruck. Das stimmt allerdings. Ist es schlimm für euch, von eurer Familie getrennt zu sein? Nein, gar nicht. Ich finde, es ist ein Segen. Meine Familie war überzeugt, dass das Leben hier ein Todesurteil oder noch Schlimmeres sein würde. Es dauerte Jahre, bis ich sie überzeugen konnte, dass dies meine Bestimmung ist. Ah ja. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Hallo, Jesago. Ihr seid neu, stimmt's? Beherrscht ihr schon die Expertenstufe der Zerstörungszauber? Noch nicht, aber ich arbeite dran. Ah, das ist gut. Aber Jesargo wird sie zuerst beherrschen. Es ist eine gute Sache, endlich mit Magiern zusammen zu sein, die mit Jesargo mithalten können. Ich liebe die Synchronstimmen von Khajiit. Ihr seid wohl aufgeregt, hier zu sein. Ihr seht, ihr wirkt sehr selbstsicher. Warum habt ihr euch an der Akademie eingeschrieben? Es geht nicht immer nur um Konkurrenz, wisst ihr? Warum seid ihr in der Akademie? Den Magiern in Cyrodiil geht es nur um Politik. Die Synode und die Akademie des Flüsterns sind zu sehr damit beschäftigt, Geheimnisse zu hüten, als zu lehren. Himmelsrand war nicht Jesargos erste Wahl, aber Winterfeste hält sich von politischen Dingen fern. Und widmet sich ganz der Forschung. Dies ist der Ort, an dem Jesargo groß werden wird. Dessen bin ich mir sicher. Ja, er wirkt auch sehr selbstsicher. Jesargo ist sich sicher. In vielen Dingen. Es gibt magische Fertigkeiten, Zauber und einen starken Willen. Jesargo wird erfolgreich sein. Daran besteht kein Zweifel. Ihr seid wohl aufgeregt, hier zu sein. Oh, ja. Jesargo hofft, hier auf Dinge zu stoßen, die ihn zu einem mächtigeren Magier machen. Hoffentlich kleine Dinge.
die in Taschen hineinpassen und bei denen nicht auffällt, wenn sie fehlen. Ja, ich sag mal nicht zu Serana im Hintergrund. Es geht nicht immer nur um die Konkurrenz, wisst ihr? Oh, das stimmt aber nicht. Ihr seid doch nur anderer Meinung, weil ihr gerade schwer verliert und es nicht merkt. Naja. Mhm. Die Nachtelfe ist schon weg. Okay. Da würde ich sagen, machen wir es mal. Oh, ich mag die Rüstung irgendwie. Die hat echt was, oder? Wie gesagt, schön ist halt wirklich, wir ehren damit nochmal ein wenig die ausgestorbenen, fast ausgestorbenen Schneeelfen. Und ich finde, die Robe passt auch wahnsinnig gut zu einem Magier. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich die jetzt natürlich trage. Weil wir ja jetzt ein Magier sind, sozusagen. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für Leben, wenn ihr Talent habt. Ja, für mehrere Leben, ganz recht. Okay, ich finde nämlich, wenn man so läuft mit der Robe, es sieht genial aus. Auch hier sieht man, finde ich, wenn man die so hält, mit den Handschuhen, es sieht genial aus. Halt wie eine Magierrobe, das ist perfekt. Genau soll es sein. Ich würde mich gerne auf die Feuerzauber spezialisieren, allerdings werden wir uns nicht wirklich spezialisieren können, da wir unsere Zauber schätzungsweise, behaupte ich einfach mal, mehrmals anpassen müssen. Also ich denke nicht, dass wir durchgehend mit einer Zauber durchkommen werden. Ein Drache hat Kühneshain ange... Ach, Kühneshain, das haben wir doch schon längst geklärt. Ja, Probleme gibt's so, gerade davon reden, sobald Drachen angreifen, weil dann haben wir gar nichts mehr. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Grauberge... Hallo? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Tun sie, ich habe eurem Volk geholfen. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Winterfeste. Diese Waffe aus meiner Waffenkammer soll euch als Zeichen eures Amtes dienen. Ich werde meine Wachen ebenfalls von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen schließlich nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Dankeschön. Klinge von Winterfeste, sehr schön. Also gut. Wo ist der Hofmagier? Das ist kein Hofmagier. Wir haben hier in Winterfeste nicht viele Besucher wie euch. Normalerweise kommen nur Elfen. Es muss hier doch einen Hofmagier geben, oder nicht? Hä? Kann ich sagen, dass hier kein Hofmagier ist? Ich dachte, jeder Jarl hätte einen. Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse in Winterfeste noch wirklich am Herzen liegen. Azuras Weisheit sei mit euch, Frau. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen. Seltsam. Frostiges Feuer. Ja, übrigens, wir sind auch bald über Altane, oder? Viel fehlt da eigentlich auch nicht mehr, glaube ich. Behaupte ich. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hallo? Meine Tage an der Akademie sind lang und vorbei. Vergesst das nicht, ja? Aber ich bleibe gerne in der Nähe. Es kann natürlich sein, dass hier... Das sieht doch aus wie der Laden von einem Händler. Bis zum nächsten Mal. Vorsichtig, sagt ihr. Naja. Apropos Explosionsgeräusche. Wir werden jetzt, wie gesagt, die nächsten Fähigkeitspunkte auch wirklich in die Magie stecken, da ich einen Around-Charakter machen möchte. Wo liegt denn Sartal? Ich glaube, die Quest ist nicht aktiviert. Genau. Unter Sartal. Sartal. Da können wir ja schon fast bequem zu Fuß hinlaufen. Bequeme Anführungszeichen. Machen wir auch. Wir werden jetzt mal ein bisschen hier durch das Eis oder durch den Schnee laufen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann, dann... Sieht schon cool aus, oder? Tschu. Wenn ich mich richtig erinnere, werden wir gleich auf eine, auf ein
auf eine Festung voller Totenbeschwörer treffen, behaupte ich. So, hier haben wir auch den Schrein von Azura da oben in den Bergen. Dem werden wir uns auch bald widmen. Ja, und dann stößt unser Mana leider schon wieder an seine Grenzen. So. Hat das sicher gut funktioniert. Also wir können immerhin einen Bären schon mal so töten. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Was ist das denn? Das ist jetzt... Nicht, dass es sich erwartet hat, aber wir nehmen mal hier die Passage, die gefällt mir ganz gut. Da oben sieht man einen Teil der Azura-Statue. Um Azuras Statue und den damit verbundenen Quest kümmern wir uns aber später. Das ist ein Eistroll. Wir müssen unseren nächsten Fähigkeitspunkt auf jeden Fall in die Verringerung der Mana-Kosten für unseren Zauber legen. Da ich finde, dass... da oben sieht man die Figur, den Schrein von Azura ganz gut. Ist eine weitere Dedra-Quest, der wir uns später annehmen werden. Wir marschieren erstmal Richtung Saartal. Okay, ich glaube, wir werden doch nicht auf diese Banditenfestung treffen, da wir jetzt, glaube ich, etwas früher schon abgebogen sind. Wenn wir doppelt so viele Zauber wirken könnten, wäre das nämlich schon ziemlich viel wert. Also wenn wir die um 50% reduzieren könnten, die Mana-Kosten. Was ist hier los? Ich habe gegen alle was, fällt mir gerade auf. Das sind alles meine Feinde. Der hat was im Kopf stecken. Die Regeneration ist arg langsam, seht ihr das? Wir bräuchten echt eine schnellere Regenerationsrate. Ja, wir müssen mal einmal einen Trank trinken, sonst kommen wir da nicht ran. So, jetzt noch einen geringen, dann haben wir es. So, ja. Geht jetzt mal wieder sehr, sehr auf unsere Mana-Tränke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird noch ein Spaß. Haben sich hier Banditen mit Vampiren gestritten. Die Leichen durchsuchen wir. Wir könnten hier eventuell auf unser letztes Blut treffen. Nee, das ist ein Khajiit gewesen. Schade. Wir wollen ja immer noch das letzte Blut sammeln für die Dedra-Quest. Ihr wisst, welche ich meine. Wofür wir die ganzen verschiedenen Blutarten gebraucht haben. Von der Richtung bin ich noch nie hier hingekommen. Saartal entdeckt. Ja, ihr seht das schon, Saartal, eine riesige Ausgrabungsstelle. Und wir treffen uns da unten mit den restlichen Lehrlingen. Alles klar. Hallo. Und hier sind wir nun. Wollen wir hineingehen? Mhm. Da kommt irgendwas. Wir können ja mal versuchen reinzugehen. Es ist
immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Ja, wonach suchen wir überhaupt? Nach allem. Nach allem, was irgendwie von Interesse sein könnte. Darum finde ich ja diesen Ort so wundervoll. Wir haben keine Ahnung, was wir hier finden werden. Und sollten dabei meine Worte über die Gefahren der Magie zufällig bei dem einen oder anderen Schüler auf offene Ohren stoßen, dann wäre das ein glückliches Zusammentreffen. Dem stimme ich zu. Warum ist dieser Ort so wichtig? Uns interessiert besonders die Verbreitung magischer Siegel auf den Grabstätten hier. Sie sind ganz anders als alles, was wir kennen. Okay. Ja gut, ich bin bereit, gehen wir. Also gut, bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein, aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Dem stimme ich zu. Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Ah ja, wir machen das zusammen schon. Die Feinde sind verschwunden. Saartal Ausgrabungsstätte. Sehr schön. Ich freue mich schon drauf. Saartal, eine sehr schöne Ruine, die auch schön diese, den Kontrast zwischen unserer Erkundungsart und der Akademie darstellt, finde ich. Ich bin nicht sicher, dass wir hier sein sollten. Wie einige von euch vielleicht wissen, war Saartal eine der frühesten Nordsiedlungen in Himmelsrand. Und es war die größte. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Saartal geschehen ist. Das ist eine aufregende Gelegenheit. Nun, gibt es noch Fragen, bevor wir anfangen? Nein, was ist denn jetzt los? Ich habe keine Fragen, was soll ich jetzt tun? Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Alles klar. Was machen wir mit euch anderen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Brelina, meine Liebe. Warum sucht ihr nicht Serana? Alles, was darauf angelegt ist, andere so passt doch auf. Aber lasst sie bestehen. Identifiziert sie nur. Also okay, wir suchen mal die Person, der wir helfen sollen. Meine Güte. Ja, ihr seht das schon. Saartal ist in der Tat eine ganz schön große. Ruine. In der es natürlich auch so einiges zu entdecken gibt. Ich meine, da kommen wir später hin. Wir folgen erstmal dem Weg hier in den Nebengang. Und haben hier die Person, mit der wir reden sollen. Das machen wir allerdings erst beim nächsten Mal. Hier folgt jetzt ein kleiner Schnitt. Ich freue mich schon drauf, hier in Saartal mit den Ausgrabungen. Schaltet wieder ein, Leute. Bis dann.